Moin Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ja, und heute ziehen wir über 50 81 Plus Upgrade Packs zu dem Serie A Team of the Season. Ihr seht, hier habe ich jetzt 26 gerade auf der PlayStation und ich habe nochmal 30 auf der Xbox. Wir werden mal schauen, vielleicht gibt es ja zwischen den Konsolen auch einen Unterschied, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, vielleicht ein bisschen mehr Team of the Season. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, wir ziehen mindestens ein Team of the Season. Es müssen sogar ein paar zumindest sein. Ich habe so knapp 750.000, glaube ich, dafür ausgegeben. Also jetzt nicht so günstig. Also wie gesagt, noch ein bisschen auf der PlayStation und den Rest auf der Xbox. Ich werde euch einfach die besten Packs mit reinschneiden. Und natürlich hoffen wir, dass wir den einen oder anderen Walker ziehen. Ich denke mal, das Video erklärt sich eh von alleine. Die ersten beiden Packs werde ich euch jetzt einfach nochmal so reinschneiden. Und dann, wie gesagt, wir starten direkt mit dem Walker. Was ist denn das? Kein Tots, nein! Aber Italien, wer auch sonst. Stürmer, Immobile wahrscheinlich. Ich habe, muss ich jetzt schon mal sagen, nicht so viel Ahnung, wie viele Walkouts es gibt. Zum Beispiel bei der Bundesliga gab es irgendwie kaum jemanden. Hier gibt es, glaube ich, noch einige. Ja, erstes Pack direkt mal ein 87er. Ich würde sagen, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Dazu noch ein Zonzi. Ja, die packen wir schon mal alle in den Verein. Und auch das zweite Pack werden wir jetzt hier direkt nochmal für euch live zeigen. Und dann denke ich mal, werde ich euch alle Leinwandspieler oder so zeigen, denn ansonsten wird es halt wahrscheinlich ein bisschen zu lang, ein bisschen zu langweilig. Das wird auf jeden Fall Pepe Reina. Okay, nice. Auch das leider kein Walkout. Aber Leinwandspieler. Brasilien, ZM, Allen. Okay, 84er. Bis jetzt kann man damit voll zufrieden sein. Komm schon. 6 Packs haben wir schon weg auf der PlayStation. Und auch das gibt aber zumindest den nächsten Leinwandspieler. Holland Innenverteidiger. Das wird De Vrij oder De Vrij. Ich weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Auf jeden Fall aber immer in den 84er und noch Belotti war drin. Mann, was ist das denn hier? Gib mir doch mal ein paar Walkouts. Immerhin den ja, Raul Abiol. 84er. Wir haben jetzt schon knapp 10 Packs gezogen. Ich meine, okay, wir hatten Immobile direkt im ersten. Aber wir wollen natürlich keine Walkouts nur, sondern wir wollen natürlich Team of the Season Walkouts, ganz klar. Deswegen wieder kein Walkout. Aber wieder ein Leinwandspieler. Spanien, Innenverteidiger. Back to back, Albiol. Cool. Wenn das jetzt wieder Spanien IV ist, ne? Ah, okay. Diesmal wird's Mandzukic. Ich dachte jetzt schon, ich ziehe dreimal nacheinander Albiol. Mandzukic haben wir zumindest noch nicht. Ich muss zwar die ganzen Duplikate mal abstoßen. Ist ein bisschen ärgerlich, aber wäre mir jetzt zu aufwendig, dann immer wieder direkt neue Packs zu craften. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, naja, zu viel des Guten. Wie gesagt, Münzen sind ja eh nicht mehr so wichtig. Und hier ziehen wir den nächsten Duplikat, glaube ich, mit Marcano. Gibt zumindest nochmal einen Leinwandspieler. Oh, das ist ein 85er. Das ist nach Immobile der zweithöchst geratete Spieler, glaube ich, heute. Edin Dzeko, 85er Bewertung. Sind ja immer so 10k. Also man muss, glaube ich, um das Pack wieder reinzuholen, in jedem Pack einen 85er ziehen. Haben wir bis jetzt nicht so ganz hingekriegt. Leinwand. Ah ja. Samu Castillejo, 83er Bewertung. Mal wieder einen neuen Leinwandspieler zumindest. Und Rischalko. Zwei Spieler, die wir nicht hatten. Das ist schon überragend. Wir haben jetzt schon 20 Packs geöffnet. 20 Stück. Wir hatten einen Walkout. Also ich habe das ja schon mal gemacht. Da waren wir auf jeden Fall deutlich erfolgreicher. So will ich es mal formulieren. Der nächste Mandzukic, den müssen wir leider auch abstoßen. Mal schauen. Vielleicht sparen wir uns auch unser Packlack für die Xbox auf. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Wie gesagt, ist ja eh mein Main-Account. Aber 5 Packs jetzt noch auf der PlayZ bis jetzt, muss man sagen, ich habe fast 500k habe ich fast dafür ausgegeben. Allein für die Packs oder irgendwie 400k. Das gibt Khedira, okay, 85er. Bis jetzt hatten wir Dzeko, Immobile, Khedira und vielleicht 584er oder so. Das ist vielleicht ein Wert von 100k, würde ich sagen, also einen SBC-Wert. Bis jetzt muss man sagen, ein richtiger Reinfall. Die letzten Packs werde ich euch jetzt auch live zeigen. Vielleicht ziehen wir noch einen Walkout, aber solange es kein Walkout ist, werde ich die einfach eben schnell durchskippen und dann switchen wir, wie gesagt, direkt auf die Xbox und da haben wir nochmal einen neuen Versuch. Also eine Team of the Season Karte muss eigentlich sein. Ja, da. Da ist die Team of the Season Karte. Wartet ab. Schade, Tim. Brasilien.
Douglas Costa, immerhin ein cooler Walkout zumindest, einer, den man gut spielen kann und so. Aber keine Team of the Season Karte. Wäre cool gewesen, hätte Douglas Costa einen Tots gehabt, finde ich. Der hat aber, glaube ich, gar kein Inform, ne? Der hat irgendwie so eine 90er Karte, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, welche Promo das war. Es gab so viele dieses Jahr. Aber der zweite Walkout, also zwei Walkouts aus 25 Packs. Bis jetzt muss ich sagen, macht auf jeden Fall nicht die Packs. Ich meine, die einen oder anderen werden bestimmt Glück haben. Wenn ihr die auch gemacht habt, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, was bei euch drin war. Wie gesagt, der erste Teil auf der PlayStation war schon mal nix. Ich würde sagen, wir werden rüber switchen auf die PlayStation und gucken mal, was da so drin ist. Wir sind auf der Xbox angelangt. Ich hoffe, ich habe gerade auch Xbox gesagt und nicht PlayStation. Logischerweise, ihr seht es an meinem Main-Account, an der Bilanz und natürlich auch an den Münzen. Und auch hier gibt es wieder die ersten beiden Packs einfach so live. Erstes Pack wieder an Walker, was ist denn das? Und direkt eine Team of the Season-Karte, da ist der E-Sportler-Account. Das gibt Iličić, oder? Iličić, 94er Bewertung, let's go, richtig nice. Kann man jetzt sagen, das ist rigged? Wir ziehen 26 Packs auf meinem Account, der mich nicht interessiert. Ziehen einmal auf meinem richtigen Account, wo wir in den letzten Wochen schon Reus hatten und Hazard und so. Direkt ein Team of the Season. Ich halte mich da besser raus, aber ist jetzt schon sehr verdächtig auf jeden Fall. Nein, sonst kommt bald eh wieder noch die Kommentare. Ihr werdet doch eh nur bevorzugt. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass dieses Jahr auch total viele meiner Elber Informs jetzt und vor allem von meinen roten Player Picks katastrophal waren. Aber hier haben wir schon mal direkt den ersten Tots gezogen. Das ist sehr, sehr nice und ich würde sagen, wir machen einfach mal direkt weiter und ich melde mich mal wieder beim nächsten Walkout. Nächster Boardspieler. Deutschland, ZM, okay, 85er. Wie gesagt, 85er sind ja nochmal so 10, 12.000 wert. Vor allem auch Khedira ist, glaube ich, eher einer, der etwas mehr wert ist, weil der halt sehr, sehr gut linkt. Und ich glaube, ist auch mit einer der einzigen Deutschen aus der Serie A. 22 Packs noch. Walkout, let's go. Komm, Team of the Season, bitte, bitte, bitte. Yes, let's go. Komm schon. Irgendwas Geiles. Nicht den nochmal. Italien. Torwart, Donnarumma. Ah, Siri, gut. Donnarumma wäre halt viel geiler gewesen. Aber aus 10 Packs haben wir jetzt schon zwei Team of the Season gezogen auf meinem Main-Account. Mega nice. Sirigu, was machst du da, Bruder? Ja gut, er hat einmal kurz vorgestellt mit einem Tanz. Sirigu war drin und dazu noch ein Torwart, aber 93er Bewertung. Wie groß ist er denn? 1,92, den kann man bestimmt sehr gut spielen. Von daher kann man voll mit zufrieden sein. Pepe Reina, schnell verkaufen und dann geht's weiter. Noch 13 Packs, also eine Team of the Season Karte will ich noch haben. Zumindest ein Walkout. Da haben wir den Walkout. Komm schon, gib mir bitte den Tots. Ach, dann ist mir jetzt schon fast egal, wer das ist. Italien, Linksflügel, okay, ist sogar ein 88er mit Insigne. Aber wir wollten den Tots haben. Wir wollten den Tots haben. Ich würde sogar lieber den Tots nehmen mit der 87er Bewertung, anstatt Insigne, weil es ist halt gerade Team of the Season Zeit, wie gesagt. Insigne kann man über das ganze Jahr ziehen. Dazu haben wir noch Verdi, also hier einen Perfect Link von Neapel. Ja. Immerhin ein Walkout ist okay. Kommt schon noch 9 Packs. Ein Walkout muss noch am Start sein. Ja, immer wenn ich, ohne Spaß, immer wenn ich sage, nächster Tots. Ja, let's go. Drei schon. Komm schon. Italien, bitte nicht derselbe. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Oh, nice. Ich dachte schon, Donnarumma ist ja richtig gut. Guckt euch mal die Stats von dem an. Ich dachte schon, es wird Sirigu und ich muss den abstoßen. Ich wollte schon, ne, mich aufregen. Und dann Donnarumma, das ist sogar einer der am besten spielbar ist. Ich meine, schaut euch mal die Werte von dem an. 98 Hechten, 97 Reflexe. Ich weiß auch, dass der 89er Innenform schon richtig, richtig gut war. Dritter Tots aus 21 Packs auf meinem Main-Account. Und ja, da kann man auf jeden Fall sagen, das Glück ist aktuell eher auf dem Xbox-Account. Ganz, ganz klar. 99 ist der Kollege geboren. Wie ich finde, wie gesagt, mit einer der spielbarsten natürlich. CR7 wäre noch geiler gewesen, aber Donnarumma, mit dem bin ich auf jeden Fall schon mal viel, viel mehr zufrieden als mit so einem Sirigu. Und dazu natürlich auch eine 95, falls man den irgendwann mal abgeben will und so, pusht natürlich auch extrem das Rating. Also, das läuft bis jetzt sehr, sehr gut. 8 haben wir immer noch. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Komm schon, ich brauche noch den nächsten Walkout, bitte EA. Hä? Das. Ich bin absolut gerade verwirrt. Ich habe das jetzt dreimal gesagt oder viermal. Ihr habt es ja gesehen. Und ich könnte euch jetzt das Video
ungeschnitten hochladen und ihr würdet auch sehen, dass ich es auch wirklich nur dann gesagt habe. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich das bei jedem Pack sage und ich euch das nicht reinschneide. Ihr habt es jetzt ja gerade auch nochmal gesehen, mehr oder weniger live, wo ich euch das schon wirklich vorher zeige. Und das ist direkt ein Walkout und dazu nochmal Nolas. Ich finde das ein bisschen gruselig gerade, als wenn EA hier zuschaut und sagt, okay, jetzt will Tim Walkout, jetzt gehen wir ihm nochmal in den Walkout. Die letzten vier Packs zeige ich euch jetzt einfach nochmal ganz normal live. Denn man muss sagen, wir hatten auf dem Xbox-Account auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Glück. Woran das liegt, keine Ahnung, es ist halt ein Glücksspiel. Aber auch das war jetzt gerade wieder ein Walkout. Ich glaube, wir hatten ja drei Tots. Insgesamt hatten wir, glaube ich, fünf Walkouts. Und auf der PlayStation hatten wir ja nur zwei. Okay, da hatten wir auch vier Packs mehr, aber trotzdem, diese vier Packs machen jetzt auch, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. Und wie gesagt, drei Team of the Season halt, also überragende Ausbeute, wie ich finde. Das gibt nochmal Pepe Reina. Und naja, hier habe ich jetzt so knapp, also hier hatte ich noch ein paar Spieler im Verein, deswegen musste ich nicht ganz so viel ausgeben. Ich hatte 4,1 Millionen, also hier habe ich knapp 400k jetzt bezahlt. Lohnt es sich im Prinzip? Wahrscheinlich nicht. Ich habe es halt jetzt gemacht wegen dem Video, außer man zieht halt wirklich einen richtig krass spielbaren. Wobei Donnarumma, muss ich schon sagen, kann man schon sehr, sehr gut spielen. Ich habe sowieso ja schon fast das Endteam. Also mir wird theoretisch nur, glaube ich, Nainggolan, Cancelo und CR7 was bringen. Aber wir haben ja nochmal die Chance am Walkout. Kommt, noch ein Tod zum Abschluss. Na, schade. Aber wir haben auf jeden Fall ja noch die Chance. Italien, stürme nicht wieder Immobile. Das gibt leider wieder Immobile. Aber den werde ich jetzt erstmal hier umgelistet lassen, weil das war eh das letzte Pack. Ich denke mal, dann werde ich noch irgendeine SBC oder so abschließen mit dem. Dazu noch Viviano. Und später kümmern. Wir haben ja sowieso am Donnerstag nochmal die Chance, denn das kann ich euch auch noch einmal ganz kurz zeigen zu dem Abschluss des Videos. Ich habe in dieser Woche endlich mal wieder ein 30 zu 0 Gold. Ihr seht Platz 4 der Welt. Das heißt, ihr könnt euch, ich denke mal, am Donnerstag werde ich euch das eh direkt wieder hochladen. Könnt ihr euch schon darauf freuen, dass wir heftige 30 zu 0 Rewards haben. Dann gibt es Jagd auf Roten und auf den blauen Ronaldo. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mir unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch 81 plus SBCs gemacht habt. Und ja, ich bin raus. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.